einen wunderschönen guten Morgen hier aus Doha in Katar. Wir wollten eigentlich nur ganz normal Urlaub machen, haben dann gestern mitbekommen, dass hier einer der größten Wasserparks in Katar sowieso, aber auch sonst ein sehr großer Wasserpark eröffnet, sind dann, beziehungsweise den Soft Opening heute macht, sind dann ganz spontan hier hingefahren und lustigerweise waren wir wirklich die allerersten Gäste heute Morgen. Wurden dann entsprechend auch vom Parkdirektor begrüßt, haben eine Cabana als Upgrade bekommen, die seht ihr hier, zweistöckig. Und der Wasserpark sieht einfach nur krass aus, was der hier an Rutschen hat und dieser Bohrturm da hinten. Ja, und bisher sind wir wirklich die einzigen Gäste hier. Es war ein bisschen traurig, aber es war schon eine sehr witzige Aktion heute Morgen, wie wir da empfangen wurden vom Eingang. Also es waren halt nur Medienvertreter und ganz viele Mitarbeiter und wir und der Scheich irgendwie noch mit dabei und ja, und wir so mittendrin. Ja, wir sind tatsächlich die ersten Gäste in diesem Wasserpark, werden gerade von Medien umringt. Die wollen alle Bilder von uns machen. Und ja, schauen wir mal, wie das noch so weitergeht hier. Ja, wir haben ein Cabana-Upgrade bekommen, werden jetzt hier gerade persönlich zu unserer Cabana begleitet. Also ja, wir sind hier wirklich die allerersten, die jetzt hier den Wasserpark betreten an Gästen. Und ja. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Ja, wir werden jetzt mit persönlichen Fahrern zum Rutschenturm gebracht. Wir wollen natürlich die ersten Gäste des Wasserparks auch auf dem Rutschenturm haben. Ja, bin ich mal gespannt, wie die Rutschen so sind und was uns jetzt gleich noch alles so erwarten wird hier. Bei der Rutsche auch verschiedene Filme, Musik und so weiter auswählen und man hört das dann wohl während dem Rutschen. Ja, die Rutschen hier sind ultra lange, also die gehen hier wirklich ewig durch diesen Turm durch und haben teilweise auch nochmal so Zwischenstationen, wo man dann nochmal eine andere Rutsche wählen kann, also zum Beispiel die blaue und die gelbe hier. Da konnte man dann oben in der Mitte nochmal wählen, welchen Weg man weitergeht. Also ist schon richtig cool gemacht, dass es einfach sehr abwechslungsreich ist. Hier sind Aufzüge, mit denen man hochfährt. Also man muss nicht mal hochlaufen. Und dann geht's rein in das, ja, hier ist mal Rutschen, Gewirr, Geschwür, wie auch immer. Die beiden sind noch geschlossen. Aber ist ja auch ein Soft Opening, deshalb, ja, das ist ja in Ordnung. Und jetzt wollen wir gleich mal noch rüber in den Rest vom Park. Das ist ja nur ein kleiner Teil hier auf der Insel. Und ich sehe auch hier, das Rad dreht sich. Das wäre natürlich auch richtig cool, wenn das heute noch klappt. Dieses Rutschen-Riesenrad, wenn man es so nennen soll. Ich kann leider nichts filmen von irgendwelchen Leuten, die rutschen, weil wir sind die Einzigen in dem Park, glaube ich. Ich weiß nicht, ob noch andere Gäste heute kamen, aber bisher sind wir die Einzigen und werden hier ganz nett vom Media-Team ja, rumgeführt.
Ja, dieser Zug wird dann irgendwann die Gäste auf die Insel rausbringen. Also der fährt hier, wie man so sieht, entlang, den Wasserpark entlang. Und dann kann man damit quasi auf die Ölbohrinsel nach außen fahren. Weil das halt so wie zwei separate Parks sind oder halt zwei separate Bereiche, die dann mit dem Zug verbunden werden können. Ja, der Wasserpark hat auch einen kleinen Strandteil dabei, heißt man kann hier auch einfach so noch an den Strand gehen mit Blick auf den Rutschenturm, den krassen. Und das Wasser hat natürlich eine echt geile Wassertemperatur hier. Also es ist schon cool, weil man hat halt wirklich so den fetten Wasserpark, aber auch noch so das Natürliche hier mit einem kleinen Strand dabei. Also macht schon echt was her. Auch eine Achterbahn, seht ihr hier im Hintergrund. Die ist allerdings noch geschlossen, leider. Ist noch nicht Teil des Soft Openings, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Die taucht auch hinten irgendwie so im Wasserbecken in so einen Tunnel ein. Also es sieht schon alles recht cool aus, was sie hier noch alles vorhaben. Ja, hier ist es, wo die Achterbahn in den Tunnel reinfährt. Und hier gibt es sogar noch eine Wildwasserbahn, also echt krass, aber auch die leider noch nicht geöffnet. Also ja, man merkt schon sehr, dass es ein Soft Opening ist, also es haben nur vereinzelte Rutschen jetzt leider geöffnet, aber es ist schon wirklich cool, in so einen besonderen Wasserpark überhaupt zu können. Hatten wir überhaupt nicht mit gerechnet, das jetzt schon machen zu können hier. Und ja, der Park ist auch wirklich groß, also oft ist es ja, man sieht irgendwie die Karte, da sieht er groß aus, aber der hier ist wirklich groß. Also verschiedene Sections aufgeteilt, verschiedene Inseln, die auch wirklich so ein bisschen weiter entfernt sind voneinander. Also wie gesagt, es ist noch viel Baustelle, aber es sieht schon richtig cool aus und ich glaube, das wird schon ein richtig fetter Wasserpark, wenn hier wirklich alles dann geöffnet ist. Ja, sein Reichtum aus dem Ölgewinn, Öl- und Gasgewinn hat, ist der Wasserpark auch dem Ganzen nachempfunden. Also alles ist so industriell und auf Ölförderung thematisiert. Und ja, es sieht auch wirklich aus, wie wenn man hier so verschiedene Ölbohrinseln dann quasi hat, wo die Rutschen angesiedelt sind. Ja, auch wirklich krasse Umkleiden, also echt sehr edel alles. Auch hier hört die Thematisierung nicht auf. Hallo. Wirklich, ja, alles sehr ordentlich, sehr modern auch. Und ja, keiner da heute, außer die Mitarbeiter.
Ja, leider sieht es schlecht aus, dass wir das Rad noch machen können. Da sind die Kollegen von Whitewater schon den ganzen Tag am Arbeiten. Gestern lief es wohl fehlerfrei, hat uns der General Manager vom Park gerade erzählt. Aber ja, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir das heute noch fahren können oder rutschen können. Ja, schade eigentlich. Aber gut, gibt immer einen Grund, wieder nochmal wiederzukommen. So, das war's vom Marial Water Park hier in Doha. Ja, wie gesagt, es war ein sehr verrückter Tag. Wir als erste Gäste stehen auch auf unseren Armbändern und auf dem Kassenzettel, dass wir die ersten Gäste waren hier. Es ist ein wirklich cooler Wasserpark. Wir konnten leider ja nicht alles erleben heute, aber vieles. Und also ich glaube, das wird wirklich so ein Park, der bei vielen auf die Wasserpark-Bucketlist kommen wird, weil nicht nur dieser Ölbohrrutschenturm, der total krass aussieht, auch die Tatsache, dass es hier einfach dann noch Freizeitpark-Attraktionen gibt, wie den Splash oder die Achterbahn und so, machen das halt schon auch recht richtig cool. Ich würde schon immer mal in Badesachen einen Splash fahren, dann ist es auch egal, wenn man nass wird. Und ja, also ich denke, wir werden irgendwann mal wiederkommen. Hätten nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon hier rein können, heute am allerersten Tag. Und ich bin mal gespannt, wie sich der Park noch weiterentwickeln wird. Er wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Besucher noch in Zukunft brauchen, um zu überleben. Ja, wir können das, glaube ich, nicht ganz finanzieren. In diesem Sinne, tschüss! Ich glaube, jetzt am Ende eines Videos sollte man eigentlich einen Aufruf machen, dass ihr mir alle ein Like da lassen und den Kanal abonnieren könnt. Da ich solche Aufrufe aber immer etwas nervig finde, mache ich jetzt extra keinen Aufruf dafür und bin gespannt, wie viele Likes und Abonnenten ich trotzdem erhalte, wenn ich jetzt keinen Aufruf dafür mache. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und haltet die Augen offen.